Hallöchen. Heute kommt mal wieder ein Fragen-Antwort-Video. Es hat sich jetzt nicht so viel angesammelt, obwohl relativ viel Zeit vergangen ist seit dem letzten Video. Ich habe jetzt hier eine kleine Seite voll und das werde ich erstmal beantworten. Die meisten Fragen waren allerdings zu IQ. Und damit fange ich jetzt auch direkt an. Wie bist du dazu gekommen, die Produkte zu testen? Also ich habe IQ angeschrieben, ob ich das machen darf. Und dann haben viele gefragt, ob sie das auch machen könnten, was sie dafür tun müssen. Und ja, ich kann so viel dazu sagen. Ich habe jetzt im Moment so, ich weiß nicht, 3000 noch was Abonnenten. Und das hatte ich denen auch geschrieben. Und das hat wahrscheinlich sehr viel damit zu tun. Also IQ würde mir bestimmt nicht irgendwelche Sachen schenken, weil sie so großzügig sind. Sondern weil sie auch werben möchten und ich darf die Produkte halt testen. Ich werde euch auch sagen, was ich davon halte in den nächsten paar Tagen und ich werde nicht sagen, dass ich alles super toll finde, wenn es nicht so ist, nur schon mal von weg. Und ja, daher kommt es und ich sag mal, wenn ihr vielleicht 10 Abonnenten habt oder ich weiß nicht, 100, ich weiß nicht, wann die Grenze so für die ist, aber wenn ihr wenig Abonnenten habt, dann ist die Chance relativ gering, dass ihr auch testen dürft. Und ja, ich habe denen halt eine E-Mail geschrieben und denen alles geschildert und gefragt, ob ich testen darf. Und ja, alles auf Englisch. Und ja, dann, wenn ihr das auch versuchen möchtet, dann macht es. Seid euch aber darüber im Klaren, dass wenn 100 Leute fragen, irgendwann niemand mehr testen darf, weil das ist einfach dann zu viel Arbeit für die. Was hat es für dich gekostet? Es hat nichts gekostet für mich, weil ich es ja umsonst testen durfte. Das ist ja so ein Geben und Nehmen quasi. Ich bekomme von denen die Produkte und dafür mache ich ein Video darüber. Und ja. Kannst du mir sagen, wie ich die E-Mail verfassen soll? Da müsst ihr schon selbst irgendwie klarkommen. Ich habe das ja auch alleine gemacht. Dann jetzt mal ohne IQ irgendwas. Kannst du mir einen schwarzen Nagellack empfehlen? Ich habe einen schwarzen Nagellack von Essence und der ist sehr alt und ich weiß nicht, welcher sonst noch so gut ist, weil ich habe nur diesen einen. Deswegen, ich habe keine Ahnung, welcher schwarze Nagellack gut ist, aber die von P2 sind ja eigentlich immer ganz gut. Und Manhattan, ich weiß nicht, ob die einen schwarzen haben, aber bestimmt. Ich finde Manhattan-Lacker eigentlich auch ganz gut. Ja, guck einfach mal. Ich weiß nicht, ich kann dir jetzt so keinen empfehlen. Ja, welche Mascara nimmst du? Ja, die hier. Normalerweise in schwarz, das ist jetzt die braune Version von UMA. Aber im Moment nehme ich auch diese von UMA und diese von Ico. Und darüber sage ich euch dann auch noch ein bisschen was später. Wo wohnst du genau? Das werde ich nicht sagen. Darf ich dir was schicken? Ja, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, von wegen, ich möchte dir einen Brief schreiben und dir den schicken oder ein kleines Päckchen oder irgendwelche Proben. Und ja, eigentlich finde ich es ja schön und nett, aber ich will ja dann auch was zurückschicken. Und weil ich das ja dann eher nicht kann, weil es dann zu viel wird, würde ich eher sagen, schickt mir nichts. Und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen mit dem Zurückschicken. Also es ist wirklich lieb gemeint von euch, aber wenn ihr nichts zurückbekommt, dann fühle ich mich schlecht. Deswegen, was heißt Review? Also Review heißt quasi so Testbericht und ja, so ein Dingsbums. Jetzt komme ich nicht auf das Wort. Ja, so Testbericht quasi, was man von dem Produkt hält. Und ja, toll, jetzt komme ich selbst nicht auf das Wort. Egal, ihr wisst, was ich meine. Einige von euch haben mir ganz viel Make-up empfohlen, wo ich gesagt hatte letztes Mal, ich weiß selbst noch nicht, welches so gut ist. Und dafür wollte ich mich gerade bedanken, weil einige haben mir wirklich ausführlich geschrieben und das fand ich richtig cool, weil ich weiß ja wirklich nicht so, welches Make-up jetzt gut ist und welches hell genug ist. Und ich habe mir auch dieses von Maybelline angesehen, das hatte mir eine geschrieben, dieses Cameo, und es schien mir noch zu dunkel zu sein. Also ich habe es dann im Laden ein bisschen ausprobiert und es war scheinbar noch zu dunkel. Aber ich habe jetzt meiner Freundin gesehen, sie hat eins von Manhattan und das ist sehr hell und ich glaube, das werde ich dann mal ausprobieren. Machst du mal einen Karaoke-Contest? Nee, ich habe einen Beauty-Channel und keinen
Sing-Sang kann er halt. Deswegen eher nicht. Dann machst du mal ein Video über deine Lieblings-Apps für ein iPod. Auch nicht, weil das gehört auch nicht wirklich zu Beauty. Können wir mal ein gemeinsames Projekt machen? Ich bin eigentlich schon an sowas interessiert, nur habe ich wirklich irgendwie gar keine Zeit für sowas, denn ich bin froh, wenn ich meine regulären Videos schon nur online bekomme. Und ja, also eigentlich ja, aber ich schaffe es nicht, also nein. Dann kann ich deine MSN-E-Mail-Adresse oder ICQ-Nummer oder was weiß ich haben. Nee, das ist alles privat, tut mir leid. Was kann ich machen, dass meine Fingernägel nicht abbrechen? Ja, ich weiß es selbst nicht so genau. Meine sind ja von Natur aus relativ fest und deswegen keine Ahnung. Allerdings habe ich einen Kanal gefunden, der ist allerdings auf Englisch. Da befasst sich eine Dame sehr viel mit Fingernägeln und Nageldesigns und sowas. Und ja, ich setze euch den Link mal dahin. Na, guck mal, meine Nägel hat. Auch was anderes mal. Ja, okay, der Link ist dann hier irgendwo zu dem Kanal. Dann habe ich noch eine Frage bekommen, ob ich Auskunft geben könnte, wann die Winwiese den Contest auflöst. Und bitte sendet mir keine Fragen wegen der Winwiese. Ich moderiere das quasi nur. Und ja, also ich bin für den Kanal nicht verantwortlich. Ich stelle nur die Produkte vor. Und wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt es wirklich direkt an die Winwiese und nicht an mich. Dann habe ich eine Nachricht bekommen von einem Mädchen, ob sie auch Schminkvideos drehen dürfe. Also wenn du Schminkvideos drehen möchtest, dann kannst du sie gerne drehen. Brauchst du mich nicht fragen. Und dann fragt sie noch, was Pigmente sind. Ja, Pigmente sind im Grunde Lidschatten. Die sind aber in Pulverform. Also Lidschatten sind ja immer fest, weil man könnte sagen, Pigmente sind die lose Form. Und die regulären Lidschatten sind gepresste Pigmente. So könnte man es ungefähr sagen. Ja. Dann, wie heißt du? Ich heiße Nicole. Welches Programm benutzt du zum Bearbeiten deiner Fotos? Ich benutze Photoshop. Kannst du mal ein Video machen über deine Weihnachtswünsche? Jein. Also ich habe eigentlich gar keine Wünsche so richtig. Also ich könnte das Video irgendwie nicht wirklich füllen. Deswegen eher nicht. Warum bewahrst du dein Make-up nicht in deinen Schachteln auf, sondern in diesen Schubladentürmchen da? Einfach weil in diesen Kästchen dann so viel rumfliegt und es unordentlich ist und wenn man da so schnell nichts findet, bewahre ich das lieber in diesen Türmchen auf. Also dieses Tetrum bewahre ich das auf. Das habe ich mal im Kick gekauft. Und die Schachtel, die du meinst, das ist das hier. Da drin nicht, weil da alles rumfliegt. So, das waren jetzt auch schon alle Fragen, bis auf eine Nachricht, wo ich die Fragen nicht hier stellen darf, weil keine Ahnung warum. Also ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen blöd, wenn ihr mir schreibt, ja, ich habe die und die Frage, aber bitte mach es nicht in das Fragen-Antwort-Video. Warum? Ich nenne hier keine Namen und es sind auch keine Fragen wie keine Ahnung, was ganz Komisches oder so. Also wenn ihr mir Fragen stellen wollt, dann rechnet bitte damit, dass die Fragen auch hier im Video erscheinen. Und ja, da haben einfach alle was von. Ich finde es ein bisschen egoistisch, wenn das dann hier nicht auftauchen darf. Weil viele haben vielleicht dann dieselbe Frage, trauen sich vielleicht nicht zu schreiben und dann darf ich es hier nicht sagen. Komischerweise, naja. Okay, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, am Adventskalender teilzunehmen bei meinem Türchen und auch bei den anderen teilweise. Auf jeden Fall verlinke ich euch nochmal hier mein Video, wo ihr einfach nur einen Kommentar schreiben müsst. Und ja, dann sage ich mal Tschüss. Tschüss.